Eines Tages ging ich wie gewohnt auf die örtliche Reifenweide, um meine Realfilmkuh zu melken. Unbemerkt kroch auf mir ein ganz normaler Regenwurm rum. Jedenfalls dachte ich das. Das verfluchte Vieh biss mich in die Hand, als ich ihn wieder auf den Boden setzen wollte. Ja, der konnte das. Ich weiß nicht genau, was dann passierte, aber ich verwandelte mich in einen Superpower auf Steroide Earworm. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte und beschloss erst einmal die Kuh melken zu gehen. Aus irgendwelchen Gründen machte die Kuh einen hohen Bogen und flog davon. Dies konnte ich mir selbst nicht erklären. Jedenfalls musste ich sie suchen, weil ich an ihren Zitzen rumspielen wollte. Ja, das ist ein ganz normaler Fetisch. Dies ist meine Geschichte in Earthworm Jam. In einer Welt, die aus Klipp und Reifen besteht, ballerte ich mir den Weg frei, hangelte mich über tiefe Schluchten und ließ meiner testosterongeladenen Wut freien Lauf. Die erste Mülltonne auf 6 Rädern stellte sich mir in den Weg, bewarf mich mit Ambossen, führte ein kleines Tänzchen auf und zerfiel zu Asche und Staub. Ich dachte mir nichts dabei und zog weiter. Ich kam zu einem norddeutschen Fischhändler, der mir seine beste Ware verkaufen wollte. Doch wie wir alle wissen, Fisch darf nicht stinken. Ich ließ mich also nicht verarschen, knallte ihm seine vergammelte Scheiße um die Ohren, bis er klein beigab. Ich machte einen Abstecher in eine andere Welt, denn die Kuh war hier nicht zu finden. Dabei forderte mich die alte McGonagall zu einem Hyperspace Race auf den neuen Nimbus Düsenantrieb 2024 heraus. Ich verlor das Ding und musste gegen die alte Schabracke kämpfen. 5 Punkte Abzug für Gryffindor. Für ihren Mangel an Urteilsvermögen. Nee, Ravenclaw. Gryffindor. Ich komme aus Ravenclaw. Hufflepuff. Ravenclaw. Griffpuff. Ach, lass das sein, Alte. Im One-on-One ließ sich der verwirrte Schrulle McGonagall keine Chance und katapultierte sie zurück nach Hogwarts. 50 Punkte Abzug. Angekommen in der Hölle, in einer sehr fragwürdigen Welt, versuchte ich mein Glück, meine Zitzenfrau zu finden. Nach ein paar Runden feurigen Rutschenspaß und Magic Moonwalk begegnete ich den Herrn des Feuers. Genau, ein Schneemann, der Feuerbälle schießen kann. Provokanterweise nannte ich ihn Arctos aus Tabaluga und peitschte den Guten zu Matsch. Weil mir noch nicht warm genug war, trainierte ich noch ein wenig und übte meine Reflexe. Im Anschluss forderte ich Revanche gegen den alten Filzhut McGonagall und ich gewann auch. 50 Punkte Abzug für Hufflepuff. Zur Parallele der Feuerwelt kam ich in eine Wasserwelt, reitete schön auf den Hamster, der Hyperzahn beherrschte, fuhr eine Runde mit der Wasserkapsel durch das kantige Gewässer und erwarb mir für 500 Pokédollar Carbador, den ich gleich in meinen ersten Kampf einsetzte. Mit ihm und der übermächtigen Platscherattacke kam ich allerdings nicht weit. Ich packte schlappschwänzig meine Sachen und zog weiter. Ein glibberiges Monster forderte mich zudem zum Bungee-Jump-Battle auf Leben und Tod heraus, was ich für mich entscheiden konnte. Ich fuhr meine Reise fort und musste meine Skills unter Beweis stellen. Gefangen wie im Shark Cage musste ich blitzartig Ziele ausschalten. Das war nicht so einfach und ich wurde schwer verwundet. Ich bat einen Priester um Hilfe, der mich wieder aufpäppeln und besinnen sollte. Rüpkes, Hude Hude und vielen Dank. Gestärkt von den haltenden Worten des lahmarschigen Knackers musste ich einen Roboschicken besiegen. Auf dem Eierboden und im freien Fall lieferten wir uns ein cooles Battle auf Augenhöhe. Doch auch dieses Federvieh war kein Problem für mich. Was allerdings ein Problem darstellte, war es Fifi auf dem Weg in seine Hundehütte zu begleiten. Wer nicht weiß, wer Fifi ist, hier eine kleine Zusammenfassung. Fifi Max kann bellen, Fifi Max kann trinken, er kann Fifi machen, er ist dein bester Freund. Doch wenn er absegelt und sich in Pflanzen verheddert, verwandelt er sich zu einer blutrünstigen Beste, die einen zerfetzen will. Diese Aufgabe war nicht leicht, aber mit ein wenig Übung brachte ich ihn erfolgreich in seine Hundehütte zum Scheißen. Die Mission, meine Realfilmkuh zu finden, verlangte einiges von mir ab. So musste ich auch durch eine Art Verdauungstrakt, um den Kotzhauptmeister zu besiegen. Es stellte sich ja schon heraus, dass er 4000 Leute angekotzt hat, aber diesmal blieb ihm sein Erbrochenes im Hals stecken. Nachdem ich mich ein wenig mit Seilspringen warm hielt, wusste ich, dass der letzte Akt nicht möglich sein würde. Mit nur ein Viertelstrich Leben war es nicht machbar, diese Passage zu bezwingen. Ich musste leider aufgeben und die Realfilmkuh schien für immer verloren zu sein. In Trauer erinnerte ich mich noch daran, wie sie in mein Leben trat. Ich hatte ein heißes Date, auf das ich mich schon lange gefreut hatte. Doch das Schicksal wollte mir an diesem Tag nichts Gutes. Wie aus dem Nichts plättete die Kuh mein Date und ich lief mit hängendem Kopf und schlaffem Schwanz nach Hause. Aber was noch gewesen ist, ist diese coole Geschichte. Wenn du sie sehen willst, dann schau dir gerne das Video zu Ranger X an, in dem Vincent Ravens scheißender Vogel Korax Unruhe stiftete. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video, hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Ciao.